Deutschrap retten. Nun gut. Die Leute rufen, Boss, come back. Na gut, da gibt es halt noch mal ein Boss Comeback. Meine Damen und Herren, hiernach vergessen Sie alles, was Sie die letzten Jahre in diesem Sauerhaufen Deutschrap miterleiden mussten. Sie werden geblitzdingst. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei Mitten im Boss Live. So, wir sind heute wieder beim Training, liebe Freunde der guten Rap-Unterhaltung, aber später noch ins Studio und dann wird noch ein Song eingerappt für euch, weil heute Gönjamin-Tag ist. Erstmal machen wir mal Kraft-Ausdauer-Training. Ja, Boss, ja, da hast du dich ja mittlerweile schon fast hier richtig einquartiert und hast da schön deinen Schnittraum dir eingerichtet. Ne? Ja, voll. Aber da hängen wir beide jetzt hier alleine rum an diesem Nachmittag. Keine Asche, kein Masri. Niemand da. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, noch eine Folge raushauen, oder? Ja, wir hauen noch eine Folge raus. Was interessiert die Leute denn noch? Wir haben ja auch gar keine Interviews lange gemacht. Wollen wir mal ein Interview machen? Aber dann so ein kleines, aber direkt am Mann. Du bist einer aus dem Volk, einer der Alphas. Du kannst mir jetzt zwei Fragen stellen, die dir auf dem Herzen brennen, im Namen der Community. Okay, alles klar. Frage Nummer eins wäre, ich habe hier bei dem ganzen Albumprozess, den ich mitbekommen habe, gesehen, wie detailliert und genau ihr die Songs aufnehmt, wie viel Liebe ihr da reinsteckt. Und auch bei der Tracklist-Auswahl macht ihr euch Gedanken tatsächlich, wann, wie, welcher Track kommt. Das hätte ich so vorher noch gar nicht wahrgenommen. Übelst wichtig, die Tracklist, die Reihenfolge der Songs, ist bei einem Album, das den Anspruch hat, als cineastischer Spielfilm in Audioform daherzukommen, das den Hörer fesseln soll und Bilder in seinem Kopf erzeugt, die ihn an der, na, die ihn durch die Story führen, quasi am Ball bleiben lassen, das ganze Ding in der schnelllebigen heutigen Zeit am Stück durchzuhören, was anderthalb Stunden knapp sind oder länger, wenn du noch die Bonustracks mit einberechnest. Da braucht das Album einen dramaturgischen Faden, der sich da durchzieht. Da kannst du nicht einfach random die Songs zusammenpuzzeln und am Ende kommt schon was bei raus, sondern es muss ein gewisses Stimmungsbild aufgebaut werden, eine Abfolge der Songs, die einfach transportiert, weil jeder Song hat einen eigenen Charakter, jeder Song hat eine eigene Stimmung und nun hast du einen Album-Opener, der erstmal klar macht, wo die Attitude liegt. Laid back, das Intro. Das established erstmal die gesamte Attitude des Albums, die ist laid back. Gibt gar keine Fix mehr. Und dann hast du als zweiten Song Auf eine Zigarre, Zigarrentalk, aber diesmal anders. Letztes Jahr habe ich einen sehr ernsten Zigarrentalk gemacht, diesmal kommt er aber, jetzt kommt der alte Kollege und macht seinen Zigarrentalk, Auf eine Zigarre als Track und es ist sehr, sehr schön. Ja. Eine Hook, die wirklich treibt, nicht zu laid back ist, sondern die schon aggressiv nach vorne geht, aber dann kommen die Parts da rein und die geben sowas von überhaupt gar keine, es ist wunderbar. Und du kommst halt jetzt langsam rein, es nimmt an Tempo zu. Und du hast dann als nächsten Song aber direkt so ein typisches Kollega-Brett im John Gotti-Vibe. Don Corleone. Voll. Ne, da hast du direkt voll in die Fresse, weil dann brauchst du auch nach zwei Songs aufwärmen, brauchst du in die Fresse. Und da wird so einiges durchgegangen, aber der Vibe des Songs ist mafiös, aber trotzdem authentisch. Ne? Ja. Überzogenes Image. Aber das hier, das Album hier, wirkt zwar wie ein überzogenes Image, ist aber eigentlich wahrscheinlich das real-talkigste Album seit langem, was ich gemacht habe. Free Spirit ist was anderes. Es ist mal ein gesondertes Projekt, was einfach zu der Zeit eine Rolle gespielt hat. Aber Kollege an sich gesehen ist eigentlich das, was er heute lebt. Deswegen sage ich auch auf dem Song Rosen aus Blattgold, mit der Kunstfigur verschmolzen wie bei einem Brand in Madame Tussauds.
Das hat der eine oder andere schon ganz gut erkannt. Das fügt sich dann irgendwann zusammen. Das eine befruchtet das andere und irgendwann hast du ein synergetisch erzeugtes Wesen, was jetzt hier vor dir sitzt. Don Corleone, 2023, der Geschäftsmann, der hier mit drei Ellbogen nicht nur im Thai-Box-Training überzeugt, sondern auch im Haifischbecken-Geschäftswelt. So, ja. Dann, wie geht's weiter? Dann kommt als nächstes, nachdem wir jetzt hart in die Fresse gegangen sind, ja, wird's ein bisschen lockerer und wir kommen um die Ecke. 6:01 in der Früh, ich bin langsam genervt. Frederik, schwing die Hufe wie ein tanzendes Pferd, welch unmögliches mit Benehmen. Die Dienerschaft verraten wir jetzt noch nicht. Wir machen das Schritt für Schritt. Wir wollen ja noch nicht alles spoilern. Aber das ist so der Opener des Albums, der schon erstmal zeigt, laid back, aber doch auch dann in die Fresse. Und dann wird erstmal Druck rausgenommen und die Sonne geht auf. Wenn du direkt mit Sunshine anfängst, dann ist es, kein Film fängt mit einem Happy End an. So. Na, stimmt. Na, das fängt erstmal an mit Bedrohung, Spannung, Spannungsaufbau. Und dann wird es so ein bisschen lockerer, da kommt ein bisschen Humor ins Spiel, immer mehr Humor. Und es spiegelt sich halt auch in der Art der Beat-Auswahl dann wieder. Die werden so ein bisschen mehr in diese Pitch-Vocal-Richtung, in diese schöne Miami-Atmosphäre wird so ein bisschen reingespielt. Aber in irgendeiner der nächsten Folgen vielleicht. Auf jeden Fall. Kann man zu der Tracklist nochmal ein bisschen was erläutern. Sonst wird es auch zu lang. Hast du noch eine Frage? Du darfst ja zwei. Wann hast du entschieden, das Album in dem Vibe aufzunehmen, wie du es jetzt aufgenommen hast? Im Dezember. Im Dezember? Ja. Darf ich die dritte Frage stellen? Ja. Warum im Dezember? Kam dir das plötzlich? Hat das einen gewissen Grund? Ja, das kam mir tatsächlich wie eine Eingebung. Das musst du dir vorstellen wie so ein Meteoritenschwarm. Aber das sind keine Meteoriten, sondern es sind Bars. Ich bin eine Woche lang im Winter einfach rumgefahren. Ich habe einfach mir meine Auszeit genommen und bin Auto gefahren, weil ich beim Autofahren in so einen meditativen Zustand komme, wenn ich dabei Beats pump. Und ich hatte noch einige Beats rumliegen und ich hatte auch im Dezember einfach mal Bock, Samples zu diggen wieder selbst. Ne? Weil ja. Dezember ist der ruhigste Monat des Jahres, verstehst du? Um ja, die Weihnachtszeit steht die Welt da draußen still und ich habe mal so einigermaßen ein bisschen meine Ruhe. Und diese Phasen sind für mich sehr, sehr gut, weil dann mache ich das, was ich am liebsten mache, Texte schreiben. Und die kommen dann auch einfach. Deswegen bin ich diese Woche um die Weihnachtszeit einfach nur rumgefahren. Ne? Ein bisschen da, wo Schnee liegt, mal ein bisschen nach Holland. Hauptsache einfach Beats pumpen, die ich mir so zurechtgelegt hatte und auch Samples. Unglaublich viele Samples gehört, gedickt, immer wieder. Und dann gibt es manchmal diese magischen Samples, die du einfach hörst und sagst, boah, Jackpot, ne? Die Juwele, die Perle im Dreck, das Juwel im Morast, da haben wir ein goldenes Sample, abspeichern und ja, dann machst du irgendwann mal ein Beat draus, aber du hast direkt irgendeine Stimmung aufgefangen und dir fallen Lines ein und dann kommt dieser Meteoritenschauer und dann habe ich wirklich schon so ein gutes Fundament gebaut, woraus sich dann erst so ein Albumkonzept entwickelt hat. Das war also so ein Prozess, den ich nicht wirklich rational gesteuert habe, sondern der kam einfach in einer sehr entspannten Phase meines Lebens, wo ich auch Resümee gezogen habe über das ganze Jahr 2022, auch selbstreflektiv meine persönliche Entwicklung mir angeschaut habe und einfach Resümee gezogen habe, abgehakt habe und mit einem freien Kopf Richtung Zukunft geschaut habe. Und das hat sich auf die musikalische Entwicklung, die dann im Dezember angefangen hat, sehr, sehr positiv ausgeschlagen, denn dann mit dem Neujahrsbeginn, mit dem Januar, war es quasi für mich wie so eine Renaissance, eine Wiedergeburt, der Schmetterling, der aus dem Kokon herausbricht, erneut. So kann man es metaphorisch vielleicht umschreiben und dann hatte ich auch so mein Vibe, mein Spirit, was das Album für einen Charakter hat, was das für eine Welt aufbaut. Und im Grunde ist es eigentlich die Welt, in der ich heute lebe, die manchmal total surreal wirkt. Das Ganze aber verpackt in die kollegatypische Lyrik, die man vielleicht schon in der Form sehr, sehr lange vermisst hat, weil diese wunderbaren goldenen 16er einfach hier einer nach dem anderen kommen. Diese wunderbaren, zusammenhängenden, aus einem Guss, diese goldenen 16er. Ja, so fing das an. Wildboss. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Es wird ein wildes Album. Das auf jeden Fall. Ja. Ich habe reingehört, brutal. Das Album macht in erster Linie viel, viel Spaß. Das Album ist in erster Linie, du feierst einfach die Sprüche, du feierst den Sound. Das ist wirklich ein Album, das, obwohl es dieser anspruchsvollen Lyrik sich bedient, trotzdem im Cabriolet, im Ferrari Cabriolet an der Côte d'Azur mit rausgelehntem Ellbogen pumpbar ist und der Franzose applaudiert. Er versteht kein Wort, aber
Die applaudieren. Mit der einen oder anderen Begrifflichkeit kann er was anfangen. Ein Song heißt beispielsweise Savoir Vivre. Savoir Vivre, die Kunst zu leben. Man nimmt alles so, wie es ist und macht das Beste draus. Und Savoir Vivre ist wirklich das Ding, was ich von den Franzosen so ein bisschen reinholen will in das Lebensgefühl auch bei uns. La Deutsche Vita hat auch Einflüsse aus den goldenen Epochen Frankreichs, auch Italien und auch aus dem gesamteuropäischen Raum. Ja, das ist das Konzept von La Deutsche Vita 2023 und auch in die Zukunft. In erster Linie gute Vibes. Bosshafte Vibes. Wir kriegen alles hin. Safe. Auf jeden Fall. Wir ficken alles. Auf jeden Fall. Das wird brutal. Ja, Mann. Wir marschieren schön durch und liefern dem Land das in erster Linie mal, was es musikalisch braucht. Und dann schauen wir mal weiter. Mal zur Abwechslung. Ah, ist ein Zeichen der Versöhnung. Ich habe Ihnen hier einen leckeren Kaffee gekocht. Denkst du, ich bin dumm? Ja? Denkst du, ich bin dumm? Sie sind ein Betrüger, das denke ich. Ein Betrüger sind Sie. Und ich werde Sie rankriegen. So, dann was willst du machen? Weitermachen. Frederik, alles in Ordnung? Na klar. Alles super. Frederik hat mir ein Getränk gebracht. Na klar. Wir müssen heute noch was schaffen. Wir machen jetzt hier jawohl, Boss. Die Session, die wir letzte Nacht angefangen haben. Okay. Nicht, dass ich einen Herzinfarkt kriege, Mann. Was ist denn da? Was hast du denn damit? Sticht wie Sau. Sticht? Ja. Egal, sorry. Lass einfach weitermachen. Ja, lass mal arbeiten. Heute war ich mit dem Boss im Studio. Wir haben an einem Song gearbeitet. Eigentlich war alles auch ziemlich nice. Hat alles gut funktioniert. Aber immer wieder kam da so diese Spannung zwischen Frederik und mir auf. Und heute war eh ein komischer Tag. Mein Arm schmerzt schon die ganze Zeit. Ich kann ihn kaum bewegen. Nicht, dass der Frederik da was mit zu tun hat. Ah! Alles okay? Nee. Kann ich vielleicht einen Schluck Wasser trinken? Ich habe richtig miese Schmerzen. Frederik, hol mal ein Wasser für den Masri. Jetzt kommt meine Chance. Diesen Ma. Boah, keine Ahnung, wie der Tönnis heißt. Den mache ich fertig. Boah, das zuckt wie Sau und dann komisch, was ist denn da los? Hast du vielleicht irgendeine Allergie? Nicht, dass ich wüsste. Naja. Wir hatten gestern bis zur Hälfte vom zweiten Part, glaube ich. Mhm. Ich überlege, wie ich da die letzten Achterbahnen sind, immer highlightig werden. Okay. Ja. So, da hat der Maske sein Wasser. Dankeschön. Ey. Okay, folgendermaßen stellt sich die Sache. Diesmal war das aber nicht das Wasser vom Boss, oder? Es hat irgendwie anders geschmeckt. Fühle mich auch nicht so gut. Das Sample ist schön, Bruder Herz. Aber wenn das nur so hell durchläuft, geht's auf den Sack. Wir variieren im Arrangement, wir brauchen definitiv noch mehr Fülle darin. Wir brauchen das eine Oktave tiefer, wir müssen da noch was dazu spielen. Dieselbe Melodie. Ah, da geht doch eine Welt da auf. Geht einem das Herz auf. Das ist der Sau des Frühlings. Ich lebe ohne Kummer, hab keinen Krebs, sondern Hummer. Im Grunde genommen war ich mit 15 schon Legende. Wir brauchen Schusswaffengeräusche im Beat. Bei dem Beat brauchen wir Schusswaffengeräusche drin. Und so ein Klacken von der Gun, genau. Und das muss auch so anfangen mit so einem Klacken von der Gun. Yes. Es ist genau das Sample, was ich mit Undercover Molotova, Shoutouts nach Wien übrigens, Undercover Molotova. Ich habe ihm gesagt, ich brauche das Kollega-Sample, was aufgeht, was positiv ist, eine positive Melancholie. Und dann desinteressierte Punchlines drauf. Das ist das Rezept für diesen Song.
Pass auf, ich habe dir eine Library zusammengestellt, Masrin, mit Schusswaffengeräuschen, die ich über Jahre gesammelt habe, die nicht der billige Counter-Strike-Shit sind, sondern aus entweder aus Filmklassikern wie Scarface sind oder anderen Mafioso-Filmen. Ja, oder krass. Oder selbst aufgenommen. Es macht den Unterschied aus. Ja, ja. Hau da mal das rein, das ist, glaube ich, Sample 06. Ja, Mann. Wir dürfen es nicht zu voll packen, das Drumset, und nicht übertreiben, auch mit Hi-Hats nicht übertreiben. Nein. Wir brauchen immer noch Raum für die Stimme und dass der Text wirkt. Geil. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, wo ich heute bin. Ja, wenn man nie als ein Superstar, Fußball zwar besser, ne? Bin. Taschen voller Cash und Sex, Money on the Bank durch Rap. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, ja, Mann. Easy, aber nice. Mit der Kombination, hoch. Du hoch, ich tief. So machen wir. Okay, geil, lass uns das gleich direkt einspitten. Kolle macht die Pass. Ich die Hook. Eine Spur und Kolle einmal drunter. Okay. Baba. Geil. Bosshaft bleiben war auch ein Song, wo wir eine sehr geile Session zu hatten. Den Beat, den gab es schon vorher, aber in einer komplett anderen Form. Das Sample hat die beiden Jungs sofort gecatcht. Das ist so ein Streicher-Sample. Und irgendwie hat sich dann im Laufe der Produktion das so ergeben, dass wir den Song einfach so durchrollen lassen. Also ab dem ersten Drop bis zum Ende gibt es keinen einzigen Break mehr oder kaum Variationen. Das Sample wird mal höher gepitcht, runter gepitcht. Es kommt mal ein Vocal Sample. Ich glaub nicht, dass der Zufall war, wo ich heute bin. Nimm man nie als ein Fußballstar. Und ich seh kein Ende. Taschen voller Cash und Sticks, Money on the Bank durch Black. Ich glaub nicht, dass es Zufall war. Ja, immer Boss auf bleiben. Immer Boss auf bleiben. Ja, der war gut, der letzte war gut. Boss, ich glaube aber, da geht noch ein bisschen mehr. Du hast recht, ein bisschen mehr Kratzen in die Stimme. Genau, oder? So das Rauchige. Ja, wir brauchen bisschen. Noch ein bisschen mehr Kratzen. Money on the Bank durch Rap, immer Boss auf bleiben. Der war's. Der war gut, ne? Ja, ja, in der ersten Take. Aber absoluter Fokus liegt so auf dem, was gesagt wird. Einfach bosshaft bleiben und das durchziehen. Und so zieht sich der Beat auch durch und es ist irgendwie, ja, crazy. Es ist nicht monoton, aber es rollt halt einfach so durch und im positiven Sinne gesagt plätschert der vor sich hin. Aber man bleibt einfach die ganze Zeit in dem Song drin. Ja, sehr vibiger Song. Bosshaft bleiben. Nummer 1, ihr Quagga-Markt-Dessert. Zum Wohle! Dankeschön, mein Lieber. Vielen Dank. Boah, Quagga-Markt-Dessert war sehr lecker. Danke, Friedrich. Sehr gern. Das freut mich, dass Ihnen der Quagga-Markt-Dessert geschmeckt hat. Danke dir, mein Lieber. Danke. Sehr gern. So, machen wir weiter? Jawohl, weiter geht's. Ich hab hier gerade noch was Gutes. Was? Feinstes Quagga-Markt-Dessert? Na, nun gib schon her. Na, lassen Sie es schmecken. Ich habe keine Hand mehr frei. Kannst du mich mal füttern, bitte? Ah, selbstverständlich doch. Das würde nicht zu viel verlangt sein, oder? Nein, oh Gott, das war ein großen. Frederik, hör auf mit dem Scheiß. Bring mir mal lieber noch eine Zigarre. Ich habe eine geile Idee. Bruder, ich habe eine Killer-Idee jetzt. Wir machen bei dem einen Song noch einen dritten Part und der wird da so abrunden. Dann machen wir leicht einen Beat-Switch rein. Frederik! Was dauert das denn so lange? Was Handgeräumt. Warum dauert das in letzter Zeit? Pardon. So abgelenkt. Ich habe was anderes im Kopf, Boss. Das soll aber bei der Arbeit nicht sein. Also, wir lassen bitte die privaten Probleme, die wir so haben, auch da, wo sie hingehören, nämlich zu Hause in deiner Hundehütte. Klar, Boss, okay. Die im Garten steht, ja. Wenn du abends oder nachts 3 Uhr, 4 Uhr dich langsam schlafen legst für dein Stündchen Schlaf, was du abbekommst zurzeit, dann bist du bitte so nett und verarbeitest deine Sachen, die du mit dir selber ausmachen musst, in deinen Träumen. Na klar, Boss. Nun mach das schon an. So, wir müssen was arbeiten. Also von Session zu Session wird der Butler unkonzentrierter. Irgendwas ist da doch. Jungs, wir müssen noch Dart spielen, ne? Wir haben nicht zu Ende gezockt.
Bullseye. Double. Ja, das Bullseye. Sieht auch schon viel besser aus. Remove dart. So, hast du geschmissen? Ja, ja, genau. War das der Stand? Hä? Ich war doch gerade noch in Führung. Mit dir auf, wir waren doch fast gleich auf. Ja, ich habe ja geworfen jetzt. Was hast du denn da getroffen? Da gibt Bonuspunkte, wenn man dreimal Bullseye macht. Nee, Kraut und Rüben, heute ist der Wurm drin. Dabei hat die Runde so gut angefangen, ne? Ja, eigentlich schon. Ich wollte diesmal gar nicht so. Ihr könnt doch nicht schon die Flinte ins Korn werfen. Ja, aber gut. Es kann's nicht sein. Wir haben ein Battle Friends. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Komm, sein. Komm. Jetzt keine Zeit dafür. Ich habe eine Aufgabe für euch. Wen willst du denn haben? Ich hätte gern Dorilana gegen Tirin Shavit. Du hast den nicht mal allein. Auf. Ja. Ich verarsche was? Nein, ich mach das nicht. Nein, Alter, wir sind immer noch Männer. Leute, nein. Nein, was willst du, dass ich ja jetzt in die Rolle von einer Frau schlüpfe oder was? Warum nicht? Nein, ich mach das nicht. Warum so aggressiv? Ist ja alles schön und Spaß, aber irgendwann hört er ja mal auf. Nein. Also dafür bin ich ja nicht angetreten. Zu verarschen, Alter. Ich hab keinen Bock auf dich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo! Nein! Warum seid ihr so aggressiv deswegen? Nein! Junge, Leute! Wettschulden sind deren Schulden. Wettschulden sind deren Schulden. Ich persönlich bin ja sehr froh, auch wenn man es mir wahrscheinlich mitunter nicht unterstellen mag. Ich bin ja teilweise als misogynes Schwein verschrien worden in den öffentlichen Medien, was überhaupt nicht zutrifft. Ich bin ein Förderer der Weiblichkeit und auch der weiblichen Rap-Kunst, immer schon ein Befürworter gewesen. Und ich sage, machen wir es auf einem qualitativ hohen Level, beenden wir die Streitigkeiten und schauen alle gemeinsam nach vorne, wo am Horizont auf der orangenen Sonne wie Neonlicht der Schriftzug prangt, La Deutsche Vita. Herzlich willkommen, liebe Friends, absolute Premiere in der Billionaires Club Battle Lounge. Heute haben wir zwei Female MCs, die sich die Klinke in die Hand geben. Auf der einen Seite Tirin Shavit. Sie tritt an gegen Dorilana. Lass das Battle beginnen. Shave it, bitch. Kurven immer curvy, Haare manchmal curly. Steig aus dem Jacuzzi, body wet und pearly. So hot, du bist thirsty, folg mir auf meiner Journey. Groß an die Shirizzles, ihr seid voll Zucker wie Dirty. Tirin Shave it, bitch, meine Bonuses. Brechen Rekorde, als ob es Guinness ist. Manche sagen, dass der Sky das Limit ist. Schaut's an Lars, mein Erfolg unlimited. Ich wurd Rapstar, indem ich seine Texte las. Komm ins Studio mit Peitsche und schrei Texte, Lars. Eine Boss-Bitch muss nicht schreiben, nein, nur ablesen. Sagt wer was dagegen, dann ist das nur Slut-Shaming. Noch ne Mille, noch ne Mille, noch ne Mille. Ich bin so am Schein und deine Sonnenbrille. Du führst mit nem Rapper einen Rosenkrieg, während ich von Rappern immer Rosen krieg. Nein, du bist keine Lady, eher der Typ Homie. Du die Bische Elster, Finger weg von meiner Omi. Du bist nur ne Scammerin, die Rentner fickt. Bist nicht Dagobert Duck, doch kommst mit Enkeltrick. Shave it, bitch. Die Queen. Ich pisse Moe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du laberst so viel Schrott, so viel Schrott, so viel Schrott. So viel Mac ist in dein Kopf, in dein Kopf, in dein Kopf. Ich mache nur meinen Job, meinen Job, meinen Job. Du sagst, ich wäre dir zu männlich. Bist du neidisch auf mein Standing? Ich werde nicht mit Twerking konkurrieren. Wegen dir wollen dünne Mädchen ihre Körper operieren. Party-Shaming, was du da betreibst. Apropos Glory-Blame für Vergangenheit. Bin bis heute gleich, nur damit du weißt. Queen of Female Gangster-Rap und nicht Super-Size. Ich wurde rich durch meine coolen Hits. Du nicht, du durch deine YouTube-Clips. Ich verbreite Images, doch nicht wie man billig ist. Zweifache Mutter und trotzdem mach ich Business. King Lori, Motherfucking Manita. Hab mich niemals ausgezogen, weil ich nicht die Trends mitmach.
Mach's mir ein auf Dirty Dirty. Meine Kinder trinken niemals diesen Dirty Dirty. Redest mir vom Petra Kuck, ich hab's längst bereut. Du machst Douglas-Werbung, aber Stories mit nem Joint. Baby, Baby, er ging auch ohne billige Nackpicks und ohne Brazilian Butt Lift. Ich glaub, du hast dich hier vertan, denn wer redet wie ein Mann, wird geschrieben von nem Mann. Rede ich von krassen Kurven, dann im Vermögensdiagramm. Gestern wolltest du nix klären, aber jetzt rufst du an. Sei ehrlich, du tanzt zu meinen Hits. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. King Dory! Hey. Oh mein Gott. Oh, Friends, das war wirklich ein krasses Battle. Jetzt gehen hier auch langsam schon die Lichter aus, ne? Aber wir kommen wieder, keine Frage. Heutzutage haben wir ja so eine Entwicklung und so einen Aufschrei danach, dass sich Männer so ein bisschen mehr in die Rolle einer Frau versetzen sollen, und um die besser zu verstehen. Und ich finde, wir haben einen guten Anfang gemacht und sind da auch so die Speerspitze aktuell, um zu zeigen, hey, wir tun alles, um die Frauenwelt besser zu verstehen. Und da gehört es auch manchmal dazu, ein Battle von beiden in einer Rolle einer Frau auszutragen. Und ich finde, das ist uns sehr gut gelungen. Und jetzt verstehe ich alles schon viel, viel besser. Das ist doch unser Song. Das ist unser Song. Hör mal. Oh, das waren noch Zeiten damals, auf dem Festival, da haben wir auch mal den Moshpit gemacht. Mit der Ellbogen raus. Alter, mit der Hand in der Totkanzlei. Mit der Ellbogen. Mit der Flasche drauf. Haha, hätte ich noch mal drauf. Vor dem 80er Jahre. Sollen wir noch mal richtig abgehen? Nein, das ist ein Tannenfilm. Sollen wir noch mal abgehen? Einwanderung! Einwanderung! Werkstatt, muss auf Sacknerei gehen. Ach, Sacknerei. Bruder, ja, bis morgen, ne? Bis morgen. Vorbestellt.